es satt, mich selbst verwirklichen zu wollen. Ich fühle nichts. Hast du es mal mit deiner Therapie versucht? Ach, ich hab die Therapien satt. Ich hab meine Sachbearbeiterin satt. Im Disney-Drama geht es um zwei Figuren und die sitzen beisammen und finden heraus, dass sie beide deprimiert sind. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich will eine Geschichte. Und irgendwann kommen sie darauf, dass sie nur so deprimiert sind, weil sie als Kinder Disney-Filme geguckt haben. Ich will das Rauschen einer Geschichte spüren. Es gibt so wenig Hobbits in meinem Leben. Die Schauspieler spielen eine Hausfrau, einen arbeitslosen Sozialkritiker. Und wenn die jetzt in die Disney-Figuren reinschlüpfen, dann entstehen wirklich absurd komische Situationen. Hi, okay, ich bin vergnügt. So vergnügt und froh. Hi, hopp! Staublumme. Oh, aber es ist so schön, wie du tanzt und singst und die Hüften schwingst und begreifst, dass hier ein Wettbewerb läuft, den du gewinnen musst. What does the fuck say? Zündstoff entsteht in dieser Inszenierung, weil zwei komplett unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Die Frau, die eine Leidenschaft für Schneewittchen hat. Ich kann das so schwer erklären, aber ich habe ja mit den Zwergen in der WG gewohnt. Und auf der anderen Seite ist der Mann, der also es gar nicht ertragen kann, dass große Konzerne unser Leben kontrollieren. Disney produziert Träume, Magie, Fantasie. Disney produziert weibliche Instinkte, Körperideale, niedriges Selbstwertgefühl und Anpassung an die Gesellschaft. Anpassung an die Gesellschaft. Ja. Das ist eine Art von Theater, die direkt mit dem Publikum kommuniziert und die ich sehr gerne mag. Willst du staunen? Hier, kleine Wunde. Ja, sie sind so eine schöne Ente. Schneewittchen? Ja. Kannst du Eier legen? Oh, bedauere, ja, da.